Das gibt's doch nicht. So, liebe Angelfreunde, Freunde der Meerforelle, Freunde der Ostsee, Spinnfischerei. Der Christian und ich, wir sind wieder unterwegs. Unsere Jahrestour hat begonnen und wir sind unterwegs ans Wasser. Jetzt wollen wir an die Küste. Und der Fisch ruft. Ich höre ihn schon. Fisch ruft. Mit dabei haben wir natürlich wieder so ein bisschen Jensi-Tackle und andere Sachen. Aber in der Hauptsache fischen wir jetzt an dieser Tour die Köder vom Björn Metzke, troutwerk.de. Die sind toll, Inliner und Einhänger. Und natürlich den Lars Hansen Degger Jumper. Zusätzlich haben wir ein paar neue Routen dabei, die wir auch ausprobieren werden. Ja, dann bin ich mal gespannt drauf. Das ist die Silver Dream Sea Trout. Die sieht super aus. Also bin ich mal gespannt. Ja, neues Modell. Ne? Jetzt mittlerweile sind ja 4 Meerforellenrouten bei Jensi im Programm. Oder 5? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube 4. Und ja, wir werden da ein bisschen rumwuscheln. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und uns die Finger richtig schön kalt werden lassen dabei. Die Bedingungen sind super. Es ist schwanzkalt. Hoppa. Oh, ich glaube, die Wassertemperatur beträgt 3 Grad. Keine Sonne, bedeckter Himmel. Wir schauen mal, was uns erwartet. Okay, ja. Wir sehen uns am Wasser und hoffen, dass wir einen Fisch präsentieren können und den einen oder anderen drillen. Ne? Das ist ja immer so eine Frage beim Meerforellenangeln, ob das wohl klappt. Also, ciao. Ciao. Hallo, liebe Meerforellenangler und Spinnfischer der Ostsee. Wir sind jetzt hier an der Küste von Fehmarn. Ja, ihr seht hier im Hintergrund, ich bin so ein bisschen weiter draußen und ich habe gedacht, ich mache heute mal eine Anmoderation für den Filmbeitrag, der hoffentlich entsteht, mit Fisch und so weiter und so weiter, mitten im Wasser stehen. Das ist doch auch mal ganz nett. Ja, wie ihr seht, haben wir ein paar Routen dabei von Jensi, also ich zumindest, die Lars Hansen, die erste, und die Silver Dream und die Passion Sea Trout, die haben wir auch noch mit im Gepäck. Hinter mir müsste Christian gerade rumlaufen, irgendwo da am Ufer, der hat die und fischt sie gerade. Und ja, die Arbeitstiere von Jensi verrichten ihren Job ganz gut. Bis jetzt beißt leider noch kein Fisch, es ist relativ kalt. Gut, aber wir geben uns Mühe, sodass ein bisschen was auf den entsprechenden Film kommt, der dabei entsteht. Hoffentlich. Und ja, wir angeln weiter. Mit dabei natürlich die Lars Hansen Degger Jumper in 25 Gramm. Die sind ja eigentlich immer eine Bank. Und mal ganz frisch hier vom Björn Metzke, die Köder von troutwerk.de. Die Durchläufer sind echt top. Hier habe ich jetzt gerade die Perle verloren. Die ist leider flitschen gegangen. Das heißt, die Montage ist jetzt keine Vorzeigemontage, weil der Köder immer, seht ihr hier, auf dem Knoten donnert. Aber ich habe jetzt keine Lust, das noch umzumontieren. Das mache ich vielleicht gleich, ne? Wenn ich einen Fisch verliere. Nein, Quatsch. Mache ich gleich. Okay, wer mit dabei ist, da hinten noch Mike. Der ist irgendwo da hinten im Wasser. Und ansonsten ist da die Fähre nach Dänemark. Das heißt, wir stehen in Puttgarden. Gut, das Wasser ist leicht eingetrübt. Bisschen Welle, bisschen Wind, aber ein ganz bisschen Welle nur. Und ja, ob die Bedingungen gut oder schlecht sind, das weiß immer der Fisch fängt. Alles klar. Bis später. Tschüss. Moin Moin. Ich wollte euch kurz noch die Angel vorstellen, die wir benutzen. Das ist hier die Lars Hansen Silver Dream. Die Werte sind 3,15 Meter lang, Wurfgewicht 18 bis 40 Gramm. Passt. Und wir werden diesmal ausschließlich hier den Degger Jumper in allen Farben und Varianten 25 Gramm fischen und dazu von troutwerk.de noch die Durchläufer und die Einhänger. Die sehen super aus, müssen wir mal schauen, was sie bringen. So, es ist bis jetzt leider noch nichts passiert, aber ich möchte, weil es ist mir gerade eingefallen, ist einer meiner Lieblingsköder hier, der Lars Hansen Degger Jumper, weil in der neuen Variante ist der viel flacher, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Und die Lackierung ist viel, viel besser. Den habe ich im letzten Jahr schon gefischt und auch jetzt nach etlichen Steinkontakten sieht der immer noch so aus. Der hat natürlich jetzt schon so ein paar kleine Marken hier, aber das ist irgendwie normal, denke ich, und auch zu verschmerzen. Aber schaut euch den mal an. Ein bisschen Rost angesetzt vom letzten Jahr, okay. Aber im Prinzip gar nicht zu vergleichen mit dem Modell, was es vor 3-4 Jahren noch gab. Also
der Dega Jumper ist echt ein, ich sag mal, ein haltbarer, ein deutlich haltbarer Köder geworden. Und ich habe damit etliche Fische schon gefangen. Super. Echt geil und eine echt günstige Alternative. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt gut. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Tschüss. So, jetzt habt ihr den Christian ja gerade gesehen, wie er seinen Fisch gedrillt hat, wieder den zweiten Fisch seines Lebens. Ihr habt auch gesehen, wie er ausgerutscht ist. All das passiert und das ist Emotion. Nervenwellenangel. Die Sonne scheint, es ist kacke kalt, scheißegal. Scheißegal. Und zwar wieder herrlich. Also ich meine, das Ding ist ein bisschen unfair gewesen. Ne? Hier mein Kollege hatte drei Zupfer, hat schon fast eingelandet, ne? Und dann ist er mir an die Schnur gegangen und ich habe gedacht, boah. Ich hatte das Glück, über die Steine drüber gekommen zu sein, war ein bisschen heftig, aber der Zug war immer auf der Route bzw. auf der Schnur und die hat nicht losgelassen. Und jetzt haben wir sie dann doch erwischt. Ne? Wen denn? Zeig mal, was einen hast du da? Wunderschönen Fisch, guckt euch das an. Ist das und das ist der Hammer. Das ist doch geil, oder? Wieder mal und wieder mal recht gehabt auf Rot-Schwarz, ich werde bekloppt. Ey. Und der Christian hat, guck mal, da hat ein Dega Jumper dran. Am besten das Ohr noch weg, aber hier. Und die Dega Jumper. Und die Lars Hansen Sea Trout Silver Dream schön entschneidert. Ja. Wunderbar. Echt. Das war uns irgendwie ganz wichtig. Hat eine gute Aktion, echt gute Angel. Echt gute Angel, ja. Kann man wirklich super. Na, ja, der Fisch nochmal hier. Komm, zeig den nochmal, der ist doch einfach total genial. Oder? Deshalb sind wir hergefahren. Kann man nichts sagen, ne? Starkes Ding, oder? Oh, so, meine Hand wird zittrig. Ja, dann. ist genug. Aufnahmeende. Vielleicht fangen wir noch ein. Ansonsten wünschen wir euch viel, viel, viel Erfolg und genau solche tollen Fische. Das ist, deshalb fahren wir hierher. Saugeil. Nachmachen lohnt sich. Ciao. Ciao. We'll be right back.
Leute, ich bin noch ganz aufgeregt. Jetzt hat es echt nochmal geschnackelt. Und ich muss ihn euch zeigen. Jetzt zum Abend hin, den ganzen Tag haben wir, also mittags hatte Christian den schönen Fisch von vorhin. Und ich habe jetzt zwei Würfe gemacht hier in einem flachen Bereich. Und plötzlich gab es einen Einschlag, das war der Hammer. Fluchten hat der Fisch hingelegt. Und hier, da ist er. Das ist eine Wehrforelle. Ich glaube, das ist der Fisch meines Lebens. Werde ich nie wieder fangen, so ein schönes Ding. Wir haben ihn noch nicht gemessen, aber der hat so, keine Ahnung, 75, 76, knapper 80, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Bombenfisch, gefangen mit der Lars Hansen Sea Trout. Die hat das wunderbar mitgemacht. Bremse in der Rolle fein eingestellt und gebissen hat er auf einen hellen Degger Jumper. 25 Gramm im wirklichen Flachwasser hier, 1,50 tief oder sowas. Ihr merkt, die Kamera wackelt, ich bin noch voller Adrenalin. Das war der Hammer. Ah, echt der Hammer. Ah, ich kann ihn gar nicht hochheben. So groß ist der. Keine Ahnung, aber ihr seht ihn. Wenn ich ihn an der Schwanzflosse nehme. Ah, das ist er. Christian. Um Gottes Willen, ey. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, dass wir heute Schneider nach Hause gehen, wie die letzten zwei Tage auch. Und Lecco mio. Also das ist der Hammer. Philipp Jensen, du hast alles richtig gemacht. Den Digger Jumper überarbeiten lassen mit neuer Lackierung und neuem Laufverhalten. Die Einzelhaken in das Programm aufgenommen bei Jensi. Sau, sau geil. Und das ist das Ergebnis, das ist der Lohn dieser Arbeit. Leute, aber das ist doch richtig, richtig, richtig geil. Neben dem Tackle ist natürlich immer die Platzwahl auch ein Punkt. Da hat unser Mike uns genau in den richtigen Platz geführt hier, denn alles andere war unfischbar, aber das ist der Fisch! Wahnsinn! Meine Lieben, wir machen jetzt die Schlussansage vom Wasser aus, weil wir seit 4 oder 5 Stunden hier im Wasser stehen und uns ist schweinekalt. Es wird aber immer so kälter. Richtig kalt. Die Füße sind Eisklumpen, die Hände kaum noch zu spüren. Es ist eine schöne Sache, aber der Fisch, naja. Da, was heißt, naja, guck mal. Da, einen durften wir noch, hat der Petrus gesagt. Naja, und heute, na gut, nach ein paar Minuten angeln wir noch. Ihr wisst ja, wie das ist, der letzte Wurf, ne? Noch einen Wurf, okay, noch einen Wurf. Einen haben wir noch. Was wir sagen können, ist hier die beiden Routen. Machen einen echt guten Job, also funktioniert alles ganz, ganz prima. Wir haben schön geworfen, schöne Drills gehabt mit den Angeln und ja, das wir können ist, das. Dass man immer gut in Kontakt halten kann mit der Angel, also die hat eine gute Aktion. Beim Werfen ist sie auch prima, also echt taugt. Aber ihr seht, wir sind am Schlottern ohne Ende. Es wird Zeit, aus dem Wasser zu kommen. Also vielleicht zwei Tipps am Ende. Stellt euch die Bremse vernünftig ein, dass die Forellen nicht so in die Angel schlagen. Das hat uns bei allen Drills geholfen, den Fisch auch bis in Kescher zu führen. Und nehmt euch Handschuhe mit. Oh, ja, guter Tipp. Also, ciao. Ciao.